Okay. Dann hoffe ich, dass das soweit jetzt alles funktioniert. Ich bin angeblich live. Ja, ich spiele heute die zweite Runde vom Benta Blitz Cup. Ich kann über meinen Gegner, weiß ich nicht so viel, aber mal gucken, wie es wird. Ich glaube, ich soll einfach anfangen, wenn ich es richtig verstehe. Jetzt uns einfach mal ziehen. Okay, dann geht's wohl los. Ich habe keine Ahnung, was mein Gegner hier spielt. Hatte nur kurz geguckt und er spielt eigentlich eher nimmst du Englisch oder sowas, deswegen weiß ich nicht genau, was sein Plan ist. A6. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man richtig reagiert. Ich mache mal A4. Okay, will sowas spielen. Habe wenig Ahnung, wie man das richtig macht. Ich versuche mal, meinen Springer von F3 wegzuziehen, vielleicht irgendwann mal selber F4 zu spielen. Ich meine, er wird irgendwann F5 vorbereiten. A5. Ja, okay, ich werde meinen Springer, glaube ich, nach D3 stellen. Das ist irgendwie das sinnvollste Feld. Und vor allem verhindere ich jetzt auch Springer A5. Okay, will jetzt auf jeden Fall F5 im nächsten machen. Ich überlege halt gerade, ob F4 schon gut ist oder nicht. Aber eigentlich sieht es nicht so toll aus. Vielleicht mache ich da C2. Okay, wartet auch ab. Ich entwickle mich mal zu Ende. Er wird wahrscheinlich jetzt F5 ziehen. Ich sehe nicht, was sonst. Okay, ich nehme jetzt raus, gehe F5 und F4. Ich versuche die Struktur zu spielen. Macht E4 zu erwarten. Jetzt muss ich immer überlegen, wo mit dem Springer von D3 steht eigentlich am besten auf E3 in der Struktur, aber mal gucken, ob ich den dahin umgruppiert bekomme. Ansonsten wahrscheinlich Turm E1 im nächsten und König H1. Mal gucken. H5, glaube ich. Oder vielleicht auch mit Dame G6. Oder so. Ich mache mal G3, weil ich H4 nicht zulassen möchte. B3 ist wohl auch nützlich. Okay, er will einfach rüberlaufen mit seinem König. Ist vielleicht nicht so blöd. Ja. Ich werde dann wahrscheinlich auch versuchen, rüber zu laufen nach Turm H1 und dann König G1 und gehe rüber. Schwer zu sagen, meine Damenflügel sind komplett zugeschoben. Einziger Hebel ist wahrscheinlich G4 früher oder später. Aber ich nehme an, König sollte dafür wenigstens auf C2 oder irgendwas spielen. Also ich laufe einfach rüber. König B8. Okay, greift meinen Springer an, den kann ich decken. So richtig. Was ich immer noch nicht will mit meinem König, aber. Es wird am Ende sowieso nur darum gehen, wer schneller zieht.
Keine Ahnung, ob G4 am nächsten irgendwie in Zug ist oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich machen, dann hoffen, dass ich nichts einstelle. Okay, ich mache einfach G4. Noch G5, dann kann ich zumindest nicht matt gesetzt werden oder irgendwas. Dann ist ein Läufer auf D7 immer noch eingesperrt und der hat jetzt sehr wenig Zeit. Meine Dame nach G3 bringen. Das ist ein bisschen blöd, dass mein Springer hängt auf C3. Ich muss jetzt irgendwie noch Zeit spielen. Ich glaube, ich bin kurz davor, das einzustellen. Das war ein Trick. Perfekt. Okay, das sollte der erste Punkt sein. Nicht besonders überzeugend, aber was man kriegen kann. Ich kriege leider kein Feld, um eine Revanche anzubieten. Weiß nicht, ob das hier hängt. Also entweder ist mein Internet weg. Ah, jetzt. Oder die Seite hängt extrem. Dann fordere ich ihn voraus. I have to challenge him. There was no. Ich habe ihm eine Herausforderung geschickt, ich hoffe jetzt richtig. Das läuft technisch immer brillant, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, bei dem es Probleme gibt. Jetzt komme ich. Okay, D4. Ist auch überraschend. Ich habe eigentlich mit E4 gerechnet. Dann dieses Zeug. Was ich leider wahrscheinlich nicht gut genug angeguckt habe. Ich mache Läufer G4, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Wird wahrscheinlich irgendwas wie F3 und vielleicht Springer G3 machen. Also G4. Weiß nicht, ob ich davor so viel Angst haben muss. Ich mache mal Springer B4. Wenn er nimmt, dann kann ich mit dem H-Bauern nehmen und dann kann er nicht so leicht mit seinen Bauern vorrücken hier im Königsflügel. Und sonst muss er halt diese Struktur zulassen auf D3. Oder irgendwas wie Springer C1 ziehen, wenn das gekünstelt aussieht. Okay, er lässt das zu. Ich mache mal H6, damit er da nicht weiterkommt mit E6. Dame A4 Schach ist nicht so problematisch. Jetzt habe ich sogar B5 nach E6. Ansonsten im nächsten Läufer D6. Eigentlich sollte das vernünftig sein für mich. Muss eigentlich gut sein für Schwarz. Okay, zwingt mich zurück, das ist auch nicht schlimm. Wahrscheinlich Springer A4 oder irgendwas, das ist eine Idee. Ich könnte Turm C8 ziehen. Ich habe eventuell noch Springer C5, irgendwie Springer D4. Obwohl man dann Springer B7 rechnen muss.
Er rechnet das wahrscheinlich gerade. Okay, auf B4. Ich kann sogar B6 ziehen. Aber dann habe ich auch kein Doppel D6 mehr am Ende. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich mache aber Doppel D6. Das kann nicht so verkehrt sein. Okay, da hat die 2. Ich kann auf F4 nehmen, der Dame. Wenn ich ihn noch hier mache, wahrscheinlich irgendwas wie G5. Habe ich eigentlich keine Lust. Oder ich mache Dame C7. Wobei eigentlich ist das auch Quatsch, weil ich mich in die Linie stelle auf der C-Linie. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier ziehen soll. Ich mache mal Springer D7, um gegen Springer C5 vorbereitet zu sein. Ansonsten werde ich jetzt kurz rochieren. Jetzt hat er ja selber kurz rochiert, dann sollte der Angriff nicht so unfassbar stark sein. Springer D5 geht, glaube ich, nicht. Okay, noch König G2. Er will das weiter vorbereiten. Ich glaube, ich ziehe meine Dame schon wieder weg und ja das Feld G5 kontrolliere. Und theoretisch droht jetzt auch Springer D4 irgendwann mal. Ich sollte nur aufpassen, wenn er irgendeine Schwerfigur auf die E-Linie stellt, dass ich nicht Springer D5 einstelle, aber das hier sollte eigentlich gut sein für mich. Ich nehme ihn jetzt einfach raus, auch wenn er jetzt seine Struktur retten kann. Aber dafür kriege ich das Zentrum. Ich stelle den Springer nach D4. Bin mir nicht sicher, ob der G5 wirklich gut ist, aber zumindest wenn er ins Endspiel geht, legt er seine Struktur sehr fest. Okay, aber das hier sollte doch normalerweise gut sein, oder nicht? Oder er ist rechtzeitig, der mit dem König zu decken, das stimmt. Ja. Muss wahrscheinlich einfach wieder schnell spielen. Ich bringe meinen König jetzt nach D5. Oder nimmt er mit dem Turm vielleicht, ja. Mit dem Turm, dann mache ich Turm C7, um B7 gedeckt zu halten. Oh. Das war ein blöder Einsteller. Okay, aber das Bauernendspiel, wenn er nach H5 geht, ist nicht so klar, weil ich habe einen Durchbruch mit G4 und E4. Das heißt, ich kann den B7 rausnehmen. B3. Okay, Turm F4. Stellung sollte gewonnen sein, ich muss es nur noch über die Zeit bringen. Okay, gibt auch auf. Okay, ist ein guter Start, auch wenn die Partien im Endeffekt immer in der zweiten Phase entschieden wurden. Mal gucken, ob er bei seiner Eröffnung bleibt mit C5. Ja, tut er. Scheint seine Matchstrategie zu sein. Ja, ich mache trotzdem wieder A4. Ich mache auch das gleiche wie letzte Partie, weil ich bin nicht sicher, ob man das richtig spielt. Vielleicht mache ich diesmal sofort den. Ich stelle meine Dame nach D2, da steht die wahrscheinlich besser. Ansonsten nehme ich F5 wieder. Eigentlich sollte die Struktur gut sein für mich. Ich könnte diesmal den Springer vielleicht nach C2 stellen. Ja, wobei F2 ist schon gut.
Guck einfach mal, wie die Partie läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann spiele ich halt nächste Runde was anderes. Ansonsten kann ich einfach dabei bleiben. Okay, B3 mache ich auch wieder. Ich glaube, dieses Mal versucht er wirklich aufwärts zu laufen, oder nicht? Weil ich nicht genau weiß, wofür Turm E8 gut war. Ah, das habe ich natürlich übersehen. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht so schlimm. Meine Leichtfigur und Tausch finde ich gar nicht so schlimm, weil ich irgendwie gefühlt einen Springer zu viel habe in der Stellung. Will er auch nicht. Ich mache einfach mal Turm G1 und drohe so ein bisschen G4 wieder an. Jetzt könnte ich theoretisch G4 ziehen. Ich habe nur absolut keine Ahnung, ob es gut ist, aber ich weiß auch nicht, was sonst. Er muss jetzt eigentlich fast zweimal leben, weil ich drohe G4, G6. Das heißt, er muss den eigentlich auch noch einmal rausnehmen diesmal. Ja. Wahrscheinlich tauscht er jetzt alles ab oder jetzt macht er irgendwie auf F6 oder ähnliches. Wir haben beide einen unsicheren König, aber okay, mach den. Ich probiere mal Dame E2. Wenn er nimmt auf G4, kann ich wieder Dame nehmen, dann drohe ich ja König G6 oder E6 reinzugehen. Macht er auch nicht. Bringe meinen Springer schon mal wieder nach F2, dann drohe ich vielleicht auf D7 und auf E4 zu nehmen, auch wenn ich nicht weiß, wie gut dieser Bauer auf E4 wirklich ist. Turm H2 ist gut. Eventuell nehme ich den Bauern trotzdem einfach mal und gucke, was seine Idee ist. Das Gute ist, dass D6 aufhängt, das heißt, Dame F5 geht nicht. Dann Springer auf B4 spielt auch nicht mit. Okay, mach den. Sehr logisch. Ich kann halt auf D6 rausnehmen. Ich mache das jetzt einfach mal. Er muss fast nach F8, nehme ich an. Jetzt habe ich Läufer C5. Turm G2 habe ich. Ah, nee, Dame E8 ist kein Matt, aber. Ausreichend gut, ja. Aber C5, wenn er Turm G2 macht, Dame E8, König G7, Dame Turm G2, nimmt, und am Ende nehme ich auf E8 mit Schach wieder. Das sollte ausreichend sein. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwas anderes hat. Okay, den macht er. Muss wahrscheinlich wieder antauschen, aber ich habe das Feld A3, dann drohe ich immer noch irgendeinen Abzug. Wobei ich natürlich auch B6 rausnehmen können, das wäre wahrscheinlich Quatsch. Nochmal F5. Na, Springer 4 sollte ich nicht einstellen. Ah, das ist sehr ungeschickt, ich glaube. Ich muss wahrscheinlich das Remis nehmen, weil ich kann. Okay, wobei ich kann natürlich noch G6. Was mache ich hier für einen Quatsch? Ich mache F6. F7 sollte. Okay, das ist matt. Okay, 3-0 ist ein guter Start. Ich hoffe nur, dass wir nicht immer diese komische Stellung spielen mit der Struktur. Also entweder muss ich was ändern oder er. Okay, ich weiß nicht, was er als D3 für eine Idee hat. Jetzt haben wir einfach so ein normales Bild hier. Okay, spielt B3.
Frage, wie man sich aufbaut. Eigentlich hätte ich wahrscheinlich den Läufer auch früher nach D6 stellen sollen, weil irgendwie will ich meine Dame eigentlich immer nach E7 stellen in den Strukturen. Zum einen dann A3 immer ein bisschen durchhängt und die Dame auf der C-Linie gefällt mir irgendwie immer nicht. Okay, A3, ich will meinen Läufer noch nicht abgeben. E1, ja, ich mache, denke ich, trotzdem Dame E7, E4 kann ich eigentlich immer ganz gut nehmen und dann E5 ziehen oder sonst was. C2, nochmal C8, wobei vielleicht ist das ein bisschen komisch. Na gut, ich glaube, ich muss E5 machen. Er hat natürlich jetzt Springer H4, was lästig ist. Sollte eigentlich nicht so schlimm sein, oder? Ich gehe einfach mal nach E6. Weil Turm auf C8 steht natürlich vollkommen falsch. Also ich denke, ich muss Turm D8 oder sowas im nächsten machen. Aber für ihn sehe ich auch noch nicht genau, wie er sich besonders geschickt umgruppieren soll. Kriegt seinen Läufer nicht unbedingt so leicht nach H3 im Moment. Er kann das natürlich machen. Stellen wir einen Springer nach F8. Er kann im Moment auch nicht auf die D-Linie, das heißt, entweder muss er sich dazu durchringen, G4 zu ziehen, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich muss er das früher oder später machen. Okay, er greift einen Bauern auf E5 an, aber ich kann natürlich auf D4 machen. Den kann er nicht rausnehmen, ich meine, er kann zurück. Aber dann kann ich auf B2 tauschen, das sollte eigentlich angenehmer Tausch sein für mich. Kann sogar nach D, ich gehe nach D7. Irgendwie hat Turm D3 mir nicht gefallen, ich läufe F1 oder sowas mit Tempo zu. Ja, greife den A5 an, ich mache B6. Wobei vielleicht ist jetzt C5 vernünftig für ihn. Ich will halt eigentlich einfach nur die Türme verdoppeln und dann irgendwie Turm D3 oder sowas machen. Es könnte sein, dass C5 im Moment vernünftig ist und nach B5 dann einfach Springer D6 und dann hat er endlich ein Feld für seinen anderen Springer auf E3. Aber er spielt wieder sehr langsam, was sehr angenehm ist für mich. Ich habe schon wieder eine Minute Zeitvorteil, das heißt, ich kann am Ende einfach wahrscheinlich wieder auf Zeit spielen. Ich versuche den Springer aber direkt abzutauschen. Den Gefallen würde mir jetzt wahrscheinlich nicht tun, sondern jetzt den anderen Springer nach E5 stellen. Jetzt weiß ich nicht genau, was ich mache. G6 sieht halt irgendwie sehr komisch aus mit dem Läufer auf H5. Das ist ein bisschen blöd alles. Ja, jetzt nimmt er einmal. Gut, ich greife den B3 jetzt an. Zwinge ihn da mal zu einer Entscheidung. Ja, immer den. Jetzt kann ich Turm A7 machen. Okay, eventuell versuche ich auch die Damen zu tauschen. Dann habe ich, glaube ich, das Gröbste überstanden. Vielleicht stehe ich sogar gar nicht so schlecht jetzt. Ich muss fast die Damen tauschen, weil sonst. Okay, also gibt er mir die A-Linie. Turm A4. Wahrscheinlich stehe ich aber auch ein bisschen besser. B2, Läufer E6. Okay, ich weiß nicht genau, was er da versucht. Okay, man läuft halt nicht so viele Felder. Gehen wir nach B3. Das sieht ein bisschen komisch aus schon wieder. Ja, wenn jetzt mein Springer noch aktiv wäre, wäre das sehr angenehm. Ah, und jetzt habe ich irgendwas eingestellt. Ja, kann ich wahrscheinlich nicht decken. Das heißt, ich tausche die Türme, er wird den C6 abholen. Ich mache noch den C4. Wenn er den nimmt, habe ich zumindest einen Freibauern, der allerdings leider nicht durchlaufen kann. Ich habe den Trick, wenn er B5 macht, dann macht er auch nicht, jetzt habe ich das. Das Spiel ist natürlich Remis, aber obwohl jetzt ist es nicht Remis. G6
Jetzt ist es auch gewonnen. Stellungsmäßig hätten wir sonst für die Zeit ziehen müssen. Naja. Qualität der Partie ist nicht gerade überragend, aber man nimmt, was kommt. Ach, ich spiele das nochmal. Ja. Also langsam nervt mich das ein bisschen. Ich weiß nicht, warum ich schon F13. Ja, das habe ich schon ewig nicht mehr angeguckt. Ja, weil immer diese eine Endspielvariante, die war wahrscheinlich vollkommen okay ist für Schwarz. Wenn ich mich richtig in Sinn überhaupt, vielleicht ist das auch Quatsch, was ich gerade erzähle. Das ist halt vielleicht minimal besser für Weiß, weil der König auf D8 steht, aber es ist eigentlich mehr oder weniger nichts. Ich habe einfach keine Lust mehr auf diese Struktur langsam. Ich glaube, ich nehme einfach auf C6 und versuche so zu tun, als wäre diese Stellung gut für Weiß. Ich versuche Läufer C3 zu machen irgendwann. Okay, das habe ich natürlich nicht geschickt getan, weil jetzt kann ich weder B3 machen, noch diesen Bauern vernünftig decken. Ah, wobei er hängt nicht. Wenn er nimmt, dann habe ich am Ende Läufer C3. Das heißt, das bringt mir trotzdem nichts. Turm C1, dann hängt A2. Ah, okay, das habe ich irgendwie sehr schlecht gemacht. Ich hätte natürlich B3 gerade ziehen sollen. Na gut, ich roch hier erstmal. Er muss zumindest gucken, was er mit seinem König macht. Ah, das ist irgendwie nicht besonders gut, was ich hier getan habe. Vielleicht ist es auch nicht so einfach für ihn. Er greift E2 an, den ich erstmal stumpfsinnig decken werde. Er weiß halt nicht so richtig wohl mit seinem König, nehme ich an. Er kann halt nicht mehr rochieren, weil er schon gezogen hat. Das ist eine angenehme Überraschung. Jetzt habe ich Läufer C3. Jetzt kann ich mit dem Springer wieder nehmen, weil B2 nicht mehr hängt. Wenn er auf A4 nimmt, das Endspiel ist immer ein bisschen angenehmer für Weiß und vor allem wirklich gar kein Risiko. Und er hat mich jetzt auch zeitmäßig wieder eingeholt. Okay, hat wahrscheinlich alles anders gehabt. Das hier ist eine angenehme Stellung normalerweise. So wie ich dieses Endspiel bisher gespielt habe, bringt mir das zwar wahrscheinlich nichts, aber mal gucken. Ich meine, ich glaube, ich führe 4-0, also wäre jetzt auch ein Remis kein Drama. Also ein paar Probleme muss er vielleicht noch lösen. Wahrscheinlich kann er alles ziehen hier. Turm D7 ist ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, was ihm das bringt. Okay. E6, aber jetzt habe ich zumindest für eine kurze Zeit erstmal die D-Linie. Nach E4, König E3, F4 und dann vielleicht G4, keine Ahnung. Ich meine, es ist natürlich trotzdem nicht wirklich viel, aber. Ich weiß halt nicht genau, wohin mit meinem Läufer. Okay, jetzt kann ich. Turm D7 darf ich jetzt nicht machen wegen F5. Deswegen macht er selber F5. Wahrscheinlich reicht das auch einfach aus. Ja, ich sehe nicht wirklich, was ich machen kann. Nochmal den Turm D7. Ich kann halt rausnehmen, Läufer D4. Ich gewinne Bauern auf A7, wenn ich das richtig sehe. Und dann kann ich immer noch ein bisschen spielen. Kann, ich weiß nicht, ob FE4 ein guter Zug ist oder nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich dann auf A7 nehmen sollte oder auf E4. Na gut, das ist halt risikofrei. Ich würde Gewinn spielen. Bin mir nicht sicher. Vielleicht hätte ich auch auf E5 nehmen sollen. Das war vielleicht dämlich.
B4. König nach C5. Okay, lässt mich nach D6. Auch wenn ich hier nicht so richtig was angreifen kann noch, aber ich werde halt einfach nach G7 reinlaufen. Wahrscheinlich ist es Remis, weil er, sobald ich auf G6 nehme, seinen Läufer nach F3 stellt. Ja, jetzt habe ich ihn ausgetrickst. Er hätte natürlich mit dem König warten müssen, jetzt kann er den Bauern nicht mehr decken. Ja. Okay. Jetzt lädt die Seite wieder nicht. Doch. Mal gucken. Jetzt, bisher hat er mit Weiß irgendwie irgendwas anderes gemacht. Jetzt zieht er irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es an ihm oder an mir liegt, dass nichts passiert. Ja, D4. Was hatte ich? Was hatten wir bisher? Ah ja, er hat irgendwie dieses Springer C3 gemacht. Ja. Gut, aber damit war ich eigentlich sehr glücklich mit der Stellung, die ich da hatte. Also das nehme ich gerne nochmal. Hier will es scheinbar auch nochmal spielen. Aber meiner Meinung nach soll die Stellung einfach sehr angenehm sein für Schwarz. Also wenn er jetzt wieder H4, H5 macht. Ja, er macht das gleiche nochmal, aber da habe ich diesmal wirklich nichts. Okay, nimmt diesmal. Okay, ich mache E6. Wahrscheinlich will er jetzt einfach hier, nehme ich an. Na gut, so hätte er vielleicht auch gerade spielen sollen. Das ist wahrscheinlich deutlich stärker. Ich mache erstmal auf E7. Ich weiß ja noch nicht wirklich wohl mit meinem König. Lange Rochade ist eigentlich auch komisch in diesen Stellungen. Eventuell will er schon B5 machen. H5 machen im nächsten Zug. Ich mach mal Springer D7. Wenn er H5 macht, mache ich G5. Wenn ich diesen Läufer von der Diagonale loswerde, ist das wahrscheinlich sehr angenehm. Gut, vielleicht macht er selber G5 dann. Und dann habe ich auch Ideen. Springer B6, Springer C4, vielleicht Springer D7 sogar ein guter Zug, zufälligerweise. Ich trotzdem nicht überzeugt bin von meiner Stellung. Mache einfach Springer C4, Turm C8 und dann hoffe ich, dass ich irgendwas drohe, wie Springer B2 oder mache ich ja nur Dame A5. Ist nicht so einfach für ihn und B3 ist halt kein Zug, den man gerne macht, glaube ich, um Springer C4 zu verhindern. Ich glaube, okay, macht A3. Ich stelle meinen Springer schon mal da rein. Ich glaube, ich muss wieder zurück, nehme ich an. Das ist auch nicht schlimm. Dame A5 im nächsten oder Dame B6, je nachdem. Sollte eigentlich wieder sehr angenehm sein. Okay, jetzt kann ich auch einfach auf G5 nehmen. Ja. Das ist wahrscheinlich, hat er das vergessen. Außer er hat hier irgendeinen Trick, aber er kann halt nicht mehr den Läufer decken. Also ich sehe gar nicht, was er ziehen soll. Und wenn er nimmt, dann verliert er halt am Ende G3 die Figur. Gut, er hat dann Springer D5 eventuell. Das könnte noch irgendwie ein paar Chancen geben, wenn er C4 hängt. Vielleicht kann er aber lang auch hier eine Dame C4, kann ich auf D5 nehmen. Wahrscheinlich ist komplett verloren auf Läufer G5. Okay, mach das. Das kann eigentlich nicht funktionieren, aber wahrscheinlich muss ich noch ein paar genaue Züge finden. König D7 ist ein Zug, der theoretisch alles deckt. Eigentlich sieht König D7 komisch aus. Läufer H6 ist eine andere Option. Ja, wahrscheinlich Läufer H6. Sollte eigentlich ausreichend sein.
G7 König F7 sehe ich nicht wirklich, was er machen soll. Ich kann vielleicht Springer F5 jetzt noch versuchen. H5, ja. Ich meine, eventuell kann ich sogar kurz rochieren, auch wenn das ein bisschen seltsam aussieht, aber muss ich auch nicht. Ich kann auch einfach damit E7 ziehen, glaube ich. Ich sehe nicht wirklich seine Idee. Wenn er auf G7 nimmt, kann ich wieder nehmen. Der Turm auf H8 ist gedeckt. Okay. Da wieder irgendwie nach C5 oder so. Gut, wahrscheinlich hätte ich nach E7 gehen sollen. Das war ein bisschen voreilig. Jetzt kann ich endlich mal rochieren. Jetzt habe ich eine Figur mehr. E6 hängt, aber das ist nicht mehr so dramatisch. Den Bauern nehme ich noch mit. Ja. Jetzt ist verloren. Na ja, gut, 6-0 ist natürlich ein sehr guter Start. Aber mal gucken, ich hoffe wirklich, er macht nicht schon wieder dieses Zeug, weil ich habe echt keine Lust darauf. Ja, okay. Ich habe halt keine Ahnung. Ah, diesmal macht der Springer D7. Ich glaube, hier sollte man halt warten mit der Rochade. Ist zumindest schlau. Vielleicht hätte ich nach Springer A6 auch einfach warten sollen mit der kurzen Rochade. Aber wenn er das jetzt macht, kann ich auch G4 ziehen wahrscheinlich. Und dann diese Strukturen spielen. Ich weiß nicht genau, wofür er A5 macht. Jetzt habe ich eigentlich mehr oder weniger so ein Königssignal mit H3. Ich überlege gerade nur, wie ich das ein bisschen spiele. Das Problem ist, mit Rot so ein bisschen Läufer F6 und Läufer G5. Eventuell sollte ich halt schon H4 spielen. Wahrscheinlich kann H4 nicht so verkehrt sein. Ja, ich glaube, das ist eigentlich sogar eine gute Version von Königsdame mit H3. Na gut, den Bauern decke ich. Okay, er macht das. Ja. Vielleicht hätte ich auch auf E2 ziehen sollen. Das war nicht so besonders gut. Aber ich kann trotzdem auf E2 ziehen. Kann mich nicht dazu zwingen, dass ich G5 ziehe. Und ansonsten kann ich theoretisch überlegen, ob ich Springer F1, G3 mache und ihn dazu zwinge, sich zu entscheiden. Wahrscheinlich ist das, also ich habe keine Ahnung, ob es gut ist, aber mir gefällt es halt nicht, G5 zu ziehen. Gut, den Bauern kann ich nochmal decken. Springer G3 kann ich jetzt im Moment nicht machen. So glaube ich zumindest, weil er dann auf G4 nehmen wird. Ah, ich mache erstmal Dame D2. Ich meine, dadurch, dass wir hier am Darmflügel es festgelegt haben, es sollte eigentlich sehr gut sein für mich, weil jetzt hat er gar kein Gegenspiel hier. Also ich kann in Ruhe noch B3 ziehen und dann eigentlich lang rochieren. Er hat hier überhaupt keine Idee, am Darmflügel jemals durchzubrechen, dadurch, dass er A5 gezogen hat. Okay, jetzt nimmt er doch. Wenn ich nicht genau weiß, mit welcher Idee. Okay, so. Ich mache hier einfach mal. Springer E4, das geht glaube ich nicht, irgendwelche Figuren opfern. Ansonsten habe ich H5, dann stehe ich wahrscheinlich auch halb auf Gewinn. Okay, versucht jetzt einfach so ein Opfer auf Chance, auch wenn das B5 eigentlich nie im Leben funktionieren kann. Wahrscheinlich setzt jetzt noch C4 hinterher, oder? Wie genau soll das funktionieren? Meine C4 muss ich wahrscheinlich mit dem Bauern nehmen. Okay, er macht den. Aber jetzt hat er auch keinen Druck mehr auf G4. Das kann eigentlich. Eigentlich muss das alles sehr, sehr angenehm sein für mich. Ich meine, er will Springer B6 natürlich machen. Ich mache aber mal H5. Mit Turm H1. Ich tue zumindest mal so, als hätte ich den Plan, ihn matt zu setzen. Und wenn ich nicht weiß, ob das wirklich jemals passieren würde. Ich meine, ich kann sonst auch nehmen auf G6 oder für G5 und den Springer über E3 nach C4 bringen. Das sollte auch eigentlich aus sein.
hat überhaupt kein Gegenspiel und weiß wirklich nicht, was er tun soll. Okay, F5 ist wahrscheinlich sogar ein guter Versuch. Ich glaube, was ich sollte einfach zweimal hier rausnehmen, dass ich. Wahrscheinlich macht er jetzt irgendwas wie E4 und hofft, dass er genug Gegenspiel hat. Oder den, ja. Ich mache mal H6. Ich muss also ein bisschen aufpassen, dass er irgendwann E4 und Läufer C3 Ideen hat. Springer G3. Ich würde sehr gerne, ja, das Feld E4 blockieren. Gut, okay, hier hängt ein Springer auf B6. König B2. Eigentlich kann er hier nicht genug Gegenspiel haben, aber das ist zumindest ein bisschen unübersichtlich. Okay, er setzt jetzt alles auf eine Karte, auch wenn ich nicht genau weiß, auf welche. Ich meine, ich habe einen Turm mehr aktuell. Ja, das kann, also ich meine, natürlich kriegt er hier mit dem Schach was zurück. Das kann eigentlich nicht genug sein. Ja, ich habe eine ganze Figur mehr. Das ist aus. Ja, es ist für ihn natürlich langsam auch sehr unangenehm zu spielen. Wenn 7-0 steht, dann kann man auch nicht mehr gut spielen, glaube ich. Irgendwann ist man so tiltet, dass man alles einstellt. Okay, wir kriegen jetzt doch noch Französisch. Ich probiere einfach mal, welche Varianten mit dem Springer auf B8 zu bleiben. Ich weiß nicht, ob er sich auf mich vorbereitet hat oder nicht. Sich zeigen, aber hierauf scheinbar nicht. Mach diese Variante mit A6. Also ein. Okay, Springer D1. Jetzt werde ich wahrscheinlich trotzdem nach C6 gehen. Ich wollte gerade sagen, ein Vorteil kann sein, dass er manchmal nach D7 geht, wenn der andere Springer auf C5 nimmt, aber jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt muss ich halt irgendwie B5, B4 versuchen. Ich weiß nicht, ob er D3 sieht normal aus oder so. Gut, den muss ich glaube ich rausnehmen. Das kann auch nicht so schlimm sein. B4. Ich versuche einfach jetzt die Stellung zu öffnen. Wenn der Springer E3 macht, habe ich halt immer Ideen auf C3 zu nehmen und auf D4 zu nehmen. Und er kann halt nicht mit dem Bauern wieder nehmen, wegen Läufer B4 am Ende. Das heißt, Springer E3 wäre der natürliche Zug, aber ist wahrscheinlich nicht so gut. Ansonsten vielleicht Läufer D3, aber ich nehme trotzdem auf C3 und D4. Das sollte sehr gut sein. Aber wahrscheinlich ist F5 einfach verfrüht in der Stellung. Und er hat jetzt auch schon wieder deutlich weniger Zeit. Interessant. Er will halt aus diesen Läufer B4-Ideen rausgehen. Gut, auf C. Also das zweimal neben sieht trotzdem so logisch aus, dass es schwer ist, es nicht zu tun. Ich glaube, ich mache einfach F6. Er muss fast E6 machen. Dann mache ich Springer B6, dann hängt zum einen der E6. Ich glaube, okay, vielleicht Springer C4. Okay, er lässt es einfach stehen, aber ich dachte, das kann er nicht überleben. Springer C5, der Springer kommt nach E4 rein. Ja, gut, das sollte auch wieder gewonnen sein. Ist natürlich noch nicht ganz aus, aber ich habe einen Bauern mehr, habe viel gesündere Königsstellung und eine Minute mehr auf der Uhr. Ja, gut, das Match ist ein bisschen einseitig bisher. Ja. Gut, ich greife den Springer C6 an. Ist ein bisschen nervig, weil ich nicht weiß, wohin damit. Springer B4 gefällt mir auch nicht so richtig, aber vielleicht soll ich das. Nee. Oder ich mache auf D7 einfach. Ich kann halt jetzt E6 machen, vielleicht. Macht er nicht. Turm C8, Springer D5. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwas. Ich will trotzdem Turm C8 sehen. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich nach Springer D5 überhaupt irgendeine Idee habe. Okay, aber so kann ich auf E6 ziehen, dann ist alles gedeckt. Also vielleicht hätte er gerade auf D5 nehmen können, ich war mir wirklich nicht sicher. Ich mache mal Läufer C5 und fessel den Springer. Ja, König H2.
Ich glaube theoretisch auch Springer F2. Probier es einfach mal. Theoretisch sollte das Material gewinnen. Ich weiß ja nicht, ob er Turm D5 jetzt versucht. Das ist, glaube ich, der beste Versuch. Und dann auf D5 Springer D5, König A8, dann hat er Springer G5. Könnte. Ah, wobei ich habe natürlich, sobald er einen Springer, bei dem Springer natürlich Springer G4 Schach, was auch noch sehr lästig ist. Weil der König hat sehr, sehr wenig sinnvolle Felder. Ich gehe 3, ich gehe mal zur Seite. Springer G5 wahrscheinlich oder auch nicht. Okay. Ich mache einfach mal Turm B8. Gegen Schach. Jetzt kann ich doch auf E5 nehmen, ja? Wenn der Springer nimmt, ist Dame H4 matt. Wenn er läuft, dann nehme ich nochmal mit dem Springer. Ah, oh Gott. Jetzt ist natürlich F4 gedeckt. Das war unfassbar schlecht. Ach Gott. Okay, ich. Wahrscheinlich stehe ich sogar trotzdem noch gut, unverdienterweise, aber. Ah, Dame D7, Läufer G3 und Turm B1 sieht eigentlich aus, als sollte das viel Material gewinnen. Okay, das war. Springer E5 war natürlich grottig, aber wahrscheinlich stehe ich sogar danach noch auf Gewinn. Okay, ist schon. Ich brauche nur noch einen halben Punkt. Ich möchte eigentlich einmal noch irgendwie. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Ich habe keine Lust mehr auf diese Struktur. Hat mir echt die Laune daran vermiest. Wahrscheinlich ist H4 völliger Quatsch in so einer Stellung. E6, ja. Okay, so sollte man, glaube ich, nicht Schach spielen, wie ich das gerade mache. Ich glaube, H4 ist in der Stellung einfach unsinnig. Ich habe nur gehofft, dass einmal etwas anderes aufs Brett kommt. Ja, Dame C2, D2, komm, ich gehe an D2. Da wollte ich eigentlich gerade noch meinen Springer hinstellen, aber sei es drum. Ich habe auch Läufer F6, Springer D5, aber kann auch B2 nehmen. Ja. Weil ich dann Turm, kann ich auf B2 nehmen, Turm B1, Springer B6, aber ich weiß ja noch nicht, ob mit, ach, das nervt mich irgendwie ein bisschen. Ja, komm, ich nehme mit dem E-Bauern, dann kann er zumindest nicht angreifen, ich koche auch hier einfach kurz. Dann macht es irgendwie mein ganzes Eröffnungskonzept überhaupt keinen Sinn, aber es hat es wahrscheinlich auch sowieso nie getan. Springer D7, dann werde ich, glaube ich, A5 machen, damit B2 nicht immer durchhängt. Damit C7, D3 eventuell. Bei Läufer D3 muss ich aufpassen, dass am Ende nicht der A5-Bauer hängt. Ja, A5 ist ein bisschen blöd. Ich mache mal Läufer F4 erstmal und ich greife den D6 schon mal. Dann bin ich prophylaktisch an. So. G5. Läufer D3 ist ein Zug. Nimmt. Der kann halt auf B2 nehmen. Es hängen halt irgendwie jetzt alle Bauern bei mir durch. Und ich sollte schneller ziehen. Ich mache einfach Turm D1. Und ich mache jetzt B4, auch wenn ich nicht glaube, dass das gut ist, aber ich habe halt echt keine Zeit jetzt. Ziehe jetzt einfach mal irgendwas, aber halt schnell, dass ich nicht jetzt einfach die Partie hier auf Zeit verliere am Ende. Ich meine, ich stehe wahrscheinlich sogar immer noch mindestens okay. Ich weiß noch nicht genau, was jetzt macht. B6. Das ist interessant. Okay, jetzt nimmt er wahrscheinlich den B-Bauern wieder. Ich glaube nicht, dass er sich das leisten kann, mit dem D-Bauern zu nehmen, mit den Gedenken Freibauern zu geben. Also erwarte ich jetzt eigentlich Dame C5. Eigentlich nicht. Aber gut. Ich glaube, ich muss diesen Springer abtauschen.
Gut, er hat natürlich jetzt den A-Freibau und das kann sehr schnell problematisch werden. Weil jetzt zieht sein Turm davon weg, was ich irgendwie sehr seltsam finde. Ja, das war auch komisch. Das ist furchtbar. Ich mache jetzt C5 und dann mit der Dame nimmt, kann ich auch A6 nehmen und dann irgendwie hoffen, dass ich nicht so schlecht spiele. Wenn er mit dem Bauern nimmt, habe ich hoffentlich irgendwo Gegenspiel, auch wenn ich nicht weiß, wo es liegt. Aber ich wollte halt irgendwie D6 oder C4 irgendwas in der Art machen. Wenn er mit der Dame nimmt, ist nicht so einfach für ihn. Gut, ich meine, er steht dann trotzdem ein bisschen besser. Okay, ich mache D6. Oder für C4 kann er. Komm, ich probiere das trotzdem. Mein Eindruck ist natürlich, wenn er jetzt mit der Dame nimmt, habe ich Turm E8. Das heißt, er muss mit dem Turm nehmen und ich habe gehofft, dass ich dann auch irgendwas mit Turm E8 habe. Aber das könnte auch nicht korrekt sein. Oder ich mache einfach Dame H6. Dann habe ich auch Ideen wie Läufer F7, Dame H7. Auch wenn das auch nicht so richtig funktioniert. Ja, das ist blöd, was ich hier tue. Ich habe keinen Zug. G3 ist mit Sicherheit Schwachsinn. Ja, ich glaube, das habe ich irgendwie ruiniert. Ja, das ist verloren. Ja. Na gut. Das war nicht besonders überzeugend. Dann brauche ich immer noch einen halben Punkt. Okay, spielt er klassisches Schach. Nicht irgendwie so einen Unfug mit Springer C3, Läufer F4. Okay, das habe ich mir schon länger nicht mehr angeguckt. Spielzeit Läufer E6, A6. Also okay, Läufer E2 ist normal, Läufer E6, Rochade A6. Dame C2 oder sowas und dann Läufer D6. Springer E7 üblicherweise im nächsten. Ja, Springer E7. Turm E8, Springer C5, Läufer C8 und dann irgendwie G5 und irgendwas hier vorschieben ist normalerweise der Plan. Er macht natürlich jetzt den sofort. Das heißt, er will sofort nach E5 rein. Das ist ein bisschen nervig. Ich bin jetzt zwar nicht rechtzeitig, um G5 und Springer G6 hinzukriegen. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt machen soll. Viele Züge, aber irgendwie zeugt mich das alles nicht. Ich mache mal den. Ich fessel den Springer jetzt erstmal, aber er kann natürlich dann B3 ziehen. Also wahrscheinlich ist das auch schon wieder Mist. Weiß nicht, was ich hier wieder tue. Na gut, ich will nicht Läufer C8 zurückziehen, das wäre irgendwie ein bisschen zu erbärmlich. Ich mache G5, jetzt drohe ich zumindest G4 und Läufer E5. Okay, H5. Ich glaube, jetzt muss ich das hier machen. Wenn er auf A6 nimmt, habe ich halt, wie gesagt, G4 nimmt, dann kann ich am Ende auf E5 einen Bauern zurückkriegen. Selber G4 machen kann er theoretisch, aber ist jetzt ein bisschen, sieht ein bisschen komisch aus, nachdem er jetzt dann auch noch die H-Linie öffnet für mich. Also nehme ich halt und gehe nach E4. Ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich. Ah, wobei, wenn ich nach E4 gehe, Springer D7, sollte ich nicht einstellen. Okay, was ist das? Ich glaube, ich muss den Bauern nehmen. Nimmt H5, ja.
Vielleicht ist es nicht so blöd. Wahrscheinlich geht er zurück. Dann muss ich irgendwie mich um den A6 endlich mal kümmern. Ja, oder er geht nicht zurück, sondern macht den. Okay, dann nehme ich mit der Dame auf G6 wieder. Vielleicht ist die Stellung nicht gut für mich. Ich weiß es nicht. Ist komisch. Zumindest. Kann jetzt auch noch Druck auf C7 machen, aber ich habe C5, denke ich. G6 ist gedeckt und G5 auch. Irgendwie deckt sich noch gerade alles. Springer E5, Dame E6 sehe ich auch nichts für ihn. Okay, kann natürlich sowas ziehen. Ich nehme ihn aber raus und Springer F5. Ich glaube, ich stelle immer noch nichts ein. Kann so auf die G-Linie kommen, das ist lästig. F6 und Springer G7, auch wenn es mir nicht gefällt. Aber ich muss irgendwie den Springer da loswerden. Und wenn er Schach gibt, Springer G7, dann sollte ich eigentlich die Damen tauschen können zumindest. Was eigentlich schon die halbe Miete sein sollte. Wenn die Damen vom Brett sind, stehe ich bestimmt besser mit dem Bauern im Zentrum. Kann natürlich sofort Springer G6 machen, aber das macht er nicht. Okay, ich habe B6 eingestellt. Das ist, und vor allem verliere ich jetzt noch mehr. Das ist irgendwie auch grottig. Komplett verloren. Springer D5, Turm B2. Ja, es ist komplett verloren. Ne? Das ist wahrscheinlich hoffnungslos. Ich weiß nicht, ob jetzt schon irgendwo matt ist. Ich sehe es zum Glück noch nicht, aber gefühlt ist es matt. Problem ist, er kann halt sogar Springer E3 ziehen und ich habe wahrscheinlich nichts. Okay, er steckt sehr viel Zeit rein, das ist angenehm. Ich weiß nicht, was er da macht. Springer F3 ist matt, ja? Turm D1 im nächsten. Okay, das ist ein schöner Abschluss. Ja. Ich glaube, das war's dann doch endlich. Die letzten beiden Partien waren nicht wirklich schön, aber naja. Dann. Ja. Ja, thanks. Okay. Ja, dann bin ich gespannt, in wie vielen Monaten die letzte Runde oder die dritte Runde ist, zumindest für mich. Naja, ich hoffe, es war irgendwie halbwegs unterhaltsam. And just